Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegt ein überzeugender, ausgewogener Haushaltsplanentwurf. Für dessen Vorbereitung danken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung, die sich dabei besonderen Schwierigkeiten stellen mussten. Denn es ist keine leichte Aufgabe, die Haushaltskonsolidierung fortzuführen und sich trotzdem auf die Herausforderungen der wachsenden Stadt, speziell der Flüchtlingskrise und auch des Wegfalls europäischer Finanzmittel einzustellen. Dennoch zeichnet sich der Entwurf für den Einzelplan 9 durch große Kontinuität aus und spiegelt dabei die erfolgreiche Arbeit der Koalition in den letzten Jahren wider. Erfreulicherweise ist es gelungen, mit derzeit etwa 182.000 Arbeitslosen im November den niedrigsten Stand bei den Arbeitslosenzahlen seit 1991 zu erreichen. Und gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist seit der Abwahl von Rot-Rot um über 40% zurückgegangen und erreichte einen historischen Tiefstand. Beim Beschäftigungszuwachs ist Berlin bundesweit an der Spitze. Das alles hat aber auch mit der Arbeitsmarktpolitik dieser Koalition und erfolgreichen Programmen wie Berlin Arbeit zu tun. Wichtige Teile dieses Arbeitsmarktprogramms konnten wir mit dem neuen Doppelhaushalt ausbauen. Die Bekämpfung der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit hat dabei weiter Vorrang. Besonders hervorzuheben sind das Jobcoaching und das Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und Lotsen, die mit dem neuen Doppelhaushalt stark ausgebaut werden. Das Berliner Jobcoaching mit seinem individuellen Betreuungsangebot sorgt so für noch mehr Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Und das ist nach wie vor das Hauptziel der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen dieser Koalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meilensteine sind auch der Ausbau der neuen Jugendberufsagentur und die Fortsetzung des Berliner Ausbildungsplatzprogramms mit insgesamt 530 Ausbildungsplätzen. Angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen in Berlin, derzeit sind es über 68.000 allein in diesem Jahr, ist auch die Arbeitsverwaltung gefordert. Denn für die Schutzbedürftigen, die bei uns bleiben werden, bedeutet Arbeit und Ausbildung die beste Integration. Hier nenne ich beispielhaft das Arrivo-Programm, das mit dem neuen Doppelhaushalt erheblich erweitert wird, und die Ausweitung des Ausbildungsplatzprogramms um 30 zusätzliche Plätze, speziell für Geflüchtete. Im Fachbereich der Frauenpolitik konnten wir die Mittel erhöhen. Das Budget für Zuwendungsempfänger wird 16 und 17 um je 2% erhöht. Dafür wird ein Betrag von 1,4 Millionen Euro eingesetzt. Bei der Gewaltprävention werden die vorhandenen Maßnahmen weiterentwickelt und auf über 7,5 Millionen Euro pro Jahr verstärkt. Bei alledem konnte der Abbau der ISF-Mittel gegenüber der vergangenen Förderperiode in vielen besonders wichtigen Bereichen erfolgreich durch Landesmittel kompensiert werden. Meine Damen und Herren, wir können auf diesen Haushalt stolz sein, und ich werbe gern dafür um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.